Seit Jahrhunderten sind uns besonders markante Bibelstellen durch Darstellungen in der bildenden Kunst geläufig. Viele Bibelzitate verbinden wir mit ganz bestimmten Kunstwerken. Neue Interpretationen stellen wir in diesem Film vor. Pfarrer Richard Lippold hier im Bild versucht mit ausgewählten, von der Natur angebotenen Kieselsteinen geläufige Vorstellungen zu Bibelstellen neu zu beleben. Moses steht in gebückter Haltung vor dem brennenden Dornbusch, der jedoch nicht durch den Brand vernichtet wird. Die große Personengruppe hat sich auf und um den Felsen versammelt, von dem herab Christus predigt. Sich verneigende Zuhörer deuten an, dass die Lehre bei ihnen auf fruchtbaren Boden gefallen ist. In Matthäus lesen wir, dass Jesus und seine Jünger in einem Boot von einem gewaltigen Sturm überrascht wurden. Jesus stand auf, drohte den Winden und dem See, und es trat völlige Stille ein. Die sinnbildliche Darstellung des Weltgerichts wird durch die klugen, tugendhaften Jungfrauen in heller und die törichten, dem Laster verfallenen Jungfrauen in den dunklen Farben verkörpert. Die Gestalt Jesu Christi scheint bereits der Erde zu entschweben. Der Eindruck wird durch den vertikal gefurchten Felsen verstärkt. An seinem Fuß bleiben die Apostel erdverhaftet zurück. Die löchrigen Oberflächen kennzeichnen die Aussätzigen. Zur Rechten steht Jesus im glatten Gewand und befiehlt: Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Ein Mann wird von Räubern überfallen und verletzt liegen gelassen. Zwei Vorbeikommende gehen teilnahmslos vorüber. Ein anderer, der barmherzige Samariter, versorgt den Verletzten.
Vor einer Baumkulisse steht vornübergebeugt Jesus und richtet den Blick nach oben. Dort erscheint ihm ein Engel. Am Boden liegen drei Jünger und schlafen. Das letzte Abendmahl versammelt die Apostel und Christus an einem Tisch, auf dem Brot liegt. Johannes legt seinen Kopf an die Schulter Christi. Vorn links am Tisch sitzt der Apostel Judas, der den Verrat begeht. Die enge Verbundenheit der Körper von Maria und dem Jesuskind wird durch den besonders geformten Stein symbolisiert. In einer anderen Darstellung liegt der Jesusknabe im Schoß seiner Mutter. Auf der Bergspitze steht weiß gekleidet Jesus, neben ihm Moses und der Prophet Elia. Die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus bilden die Gruppe darunter. Auf dem Weg zum Dorf Emmaus begegnet Jesus zwei seiner Jünger, die den Auferstandenen nicht erkennen. Der 12-jährige Jesus steht im Sprechgestus mit ausgebreiteten Armen oben im Zentrum. Die Schriftgelehrten haben sich um ihn herum versammelt und hören ihm zu. Christus im hellen Gewand hält auf dem Arm ein kleines Kind. Jesus sagte: Lasset die Kinder zu mir kommen, und er segnete die Kinderschar.